Seid gegrüßt. Willkommen Ich zurück. warte. Okay, was habe ich in eurer Abwesenheit gemacht, beziehungsweise nicht gemacht? Also, Cornwell kann die Gegenstände aus der wachenden Festung nicht zusammenklöppeln. Das kann vermutlich erst später eine andere Figur in unten auf der Karte. Wartet mal, vielleicht steht das ja da. Saradusch war das nicht. Wo befindet man sich denn da? Auf jeden Fall hier unten irgendwo, keine Ahnung, läuft man später, meine ich, hier rum. Kann ich gerade nicht mehr genau definieren, in welchem Bereich. Auf jeden Fall wird es da auch noch jemanden geben, Ja, der für uns sag Gegenstände mir, und ich hoffe, zusammensetzen das werden bringt. kann. Des Weiteren, man sieht, Briaga hat Stufe erhöht und Schildkröte hat Stufe erhöht. Ich habe Minsk, Eri und Imoen zeitweise abgestellt und mit den Ich Schicksalskarten, kümmere während mich drum. ich, ja, interessiert eh keinen, während ich im Hintergrund Filme laufen lassen habe, mit den Schicksalskarten gespielt, bis ich das Ergebnis der Kerker, der Stern und der Thron hatte. Das hatte zur Folge, dass, ja, den Kerker kann man einfach mit einem Rettungswurf entgehen. Der Stern bringt dem Charakter, der es benutzt, auch sein Primärattribut einen Punkt. Also wir haben jetzt noch einen Punkt Intelligenz, den wir gar nicht benötigen mehr. Und der Thron gab 750.000 Erfahrungspunkte. Im normalen Spiel wären das dann 1 Million, weil wir ja alles um ein Viertel reduziert haben. Ja, und jetzt werden wir noch, um die Vampire angreifen zu können, weiter nach Verbündeten Schon suchen. geschehen. Unter anderem bei den Schattendieben hoffe ich zumindest welche zu finden. Außerdem können wir gleich noch eben die Stufenaufstiege machen. Und ich habe Eri das letzte Paar 7 Meilenstiefel, was wir hatten, an die Füße gepappt. Nee, dann ich habe ihr die Stiefel des Westens gegeben. Ach Ja, verdammt. schneller als Ich warte. Die haben auf jeden Chicktrainer, Fall noch ein schnell paar die Fresse. 7 Meilenstiefel, dass sie eigentlich anhaben sollte. Dann habe ich die verwechselt und nur nach Aussehen mal wieder ausgewählt. Echt schlimmer. Ja, lauft ihr weiter, wenn ich da rüber ins Menü gehe und dann hier rumklicke? Wir kriegen einen Zauber des 4. Grades. Ja, man braucht das ja nicht so unglaublich episch immer ankunden. Und 0 Treffpunkt, ganze Ankunde um 3 erhöht. Ist in Ordnung. Und der Zwerg? Der kriegt eine Waffenfertigkeit. Rettungswurf gegen Tod, Rettungswurf gegen Zaubersterbe reduziert und 3 Treffpunkte und Sahnenkunde plus 1 und Hämmer. Und einen großen Wirbelwindangriff. So. Ja, wie gesagt, Ich helfe, den wo Zwerg immer kann ich ich nicht kann. rausschmeißen, weil er dann unansprechbar wird und irgendjemand fehlt doch Wenn noch. es denn sein muss. Oder? Ja, Eri. Nee, ja. Ja? Wir sind natürlich als Gute Idee, einziges das hier nicht zu da. übertragen. So, wir werden dann gleich mit Aran Lina Vale sprechen. War noch irgendwas, was ich ankündigen wollte? Ich glaube nicht. Oh, die ganzen vollen Sagt mir, Inventare was mit zu der tun ist. Ich warte. Munition. So reden wir mit Aran den Vale. Ah, ihr seid doch noch zurückgekehrt. Und viel früher, als ich erwartet hätte. Nachdem ihr euch von Havrins Schiff auf den Weg gemacht habt, habe ich mich gefragt, das muss ich ja zugeben, ob ihr die Insel wohl wirklich erreichen würdet und ob ihr zurückkommt. Ich habe mich das auch gefragt, in Anbetracht der Tatsache, dass euer Captain mich verraten hat. Ihr wollt sagen, ihr hattet geplant. Ihr wolltet sagen, ihr hattet geplant, dass ich nicht zurückkomme. Selmon Haravin hat mich verraten. Auf eure Anweisung hin, wie ich denke. Das ist egal. Ich bin zurück und ich brauche eure Hilfe. Ja, eigentlich ist es egal. Wir sind zurück und brauchen seine Hilfe. Das mit Havarin, wir haben ja alles von ihm. Ihr braucht meine Hilfe. Und ich hatte doch wirklich gedacht, ihr seid aufgrund meiner höflichen Anfrage gekommen. Denn auch ich brauche eure Hilfe. Hä? Welche Anfrage? Der Grund, aus dem ich euch zu kommen gebeten habe, hat mit Boti zu tun. Es ist euch gelungen, ihre Gilde zu vernichten. Und darüber bin ich auch sehr froh. Aber die Herrin selbst scheint überlebt zu haben. Ich weiß nicht, warum sie nach Atkatta zurückgekehrt ist,
aber ich kann es wirklich nicht riskieren, dass sie sich wieder etwas aufbaut und sich an den Schattendieben und natürlich auch mir selbst rächt. Ich möchte, dass ihr ihre Existenz endgültig ein Ende setzt. Ich werde euch keine Schuld an eurem Versagen beim letzten Mal geben. Offensichtlich haben wir beide ihre Macht unterschätzt. Das habe ich sowieso vor. Ich bin gekommen, um euch um eure Hilfe bei einem Angriff um sie zu bitten. Und dann sollt ihr sie bekommen. Ihr habt euch der gesamten Gilde bewiesen. Und euren Ruf nachzuurteilen, kann ich euch das Leben meiner Männer anvertrauen. Ich werde dafür sorgen, dass Arcanis und Yachiko und andere unsere besten Meuchelmörder zu euch stoßen, wenn ihr Botis Katakomben betretet. Ich will sicherstellen, dass wir sie endgültig los sind. Nehmt auch diese Klinge. Sie ist eine meiner persönlichen Favoriten und könnte euch im bevorstehenden Konflikt einen Vorteil verschaffen. Hab Dank, ich mache mich jetzt auf den Weg. Geht zu den Katakomben, wenn ihr bereit seid. Eure Meuchelmörder werden euch doch treffen. Ach übrigens, viel Glück. Ja, viel Glück können wir dabei brauchen. Was haben wir denn bekommen? Ein Kurzschwert der Heimtücke. Das Kurzschwert der Heimtücke ist auch als Klinge des Schattens bekannt und wurde als perfektes Mordwerkzeug geschaffen. Es wird von all jenen begehrt, die Meinungsverschiedenheiten mit dem Schwert beilegen, und ihr Besitz ist oft nur von kurzer Dauer. In der Hand der meisten Leute verhält sich dieses Schwert wie eine normale magische Waffe plus 3, aber in der Hand eines Diebes wird es besonders wirksam. Es gewährt ihm einen zusätzlichen Bonus auf seinen Angriffswurf und erhöht seinen Multiplikator beim hinterhältigen Angriff. Bei Dieben erhöht sich der Multiplikator beim hinterhältigen Angriff um 1, also wird es dann bei Imran beispielsweise mal 6, glaube ich, weil sie momentan bei 5 liegt. Oder ist das auch von der Waffe abhängig? Ich weiß es nicht. Könntest du das überhaupt benutzen? Ja. Damit hast du weniger RK. 2. Was für ein Multiplikator hältst du denn? Das interessiert mich einfach gerade mal. Kritische Treffer plus 1, Rüstungsklasse minus 1. Achso, sie hat bestimmt Einhänderkampfstil von mir mal bekommen. Wo haben wir es denn? Angriffsschaden mal 6. Das ist für hinterhältige Angriffe. Dann kann sie ja das Ding statt dem Dolch nehmen. Ja. Wenn sie nicht eh den Feuerzahn in der Hand hat. Sag mir, was ich hoffe, das bringt so. Was. Meine weitere Überlegung wäre jetzt, erstmal zum Friedhof zu gehen und da anschließend noch beim Orden des strahlenden Herzens nach Verstärkung zu suchen. Warum wir vorher einmal zum Friedhof gehen, werdet ihr dann sehen. Na, etwas sehr Schreckliches passieren wird. Was kann ich tun? Ich traue jetzt schon der Sache hinterher. Schade. Ich warte. Ja, das wird echt grausam. So, Minsk, möchtest du auch mal jetzt so und dann raus hier? Ach man, was macht ihr denn da schon wieder? Boah, was? Ach, okay. Immer entfehlt. Los, spuck es auf, verstanden. Ja. Yeah. Zum Glück ist sie schnell. Da könnt ihr natürlich lange versuchen. Ich entschuldige mich bei euch, auch wenn ihr das eh nicht mitbekommt. Und ihr eh nur Computerspielfiguren seid. Das war mein Fehler, dass Imoy nicht mitgekommen ist. Tüdelü. Plopp. Und schon sind wir wieder ein Stockwerk weiter oben. So, schön. Ich bin bereit. Dann müssen wir jetzt raus. Oder wollen wir hier eben nochmal das Angebot durchstöbern? Was soll ich tun? Du hattest das, glaube ich, oder, Marie? Ein wunderschöner Dingens. Tag. Verkauft die gestohlene Vase. Die kluge Wahl, ja. Was hast du? Bis jetzt noch nichts. Haufen Müll auf jeden Fall. Ja. Und wie ihr vermuten könnt, haben wir die Schicksalskarten halt nicht mehr, weil wir sie aufgebraucht haben. Ihr zeigt mir, wohin. Dazu könnte ich auch noch ein bisschen was erzählen, aber eigentlich
Sind die Schicksalskarten nur eine aufwendige Geschichte von Laden und Speichern und Laden? Eigentlich nur von Laden. Weil man, wenn man die erstmal benutzt hat, zwischendurch nicht speichern sollte, weil dann immer wieder das gleiche Ergebnis fällt. So, ja, wenn wir zum Friedhof gehen, dann sollten wir uns vorher mit Segen vollstopfen. Das hier ist wesentlich aufregender als ja, das wird interessant. Hat jemand Schaden? Nein, wir wollen einen Helden mal. Was gibt es? Wir wollen einen Segen. Ja, Hera, machst du auch was Tolles? Ich weiß noch nicht. Du kannst dir eine Steinhaut machen, oder wie? Ja, sie hat hier jetzt endlich Sonnenstrahl, den werden wir benötigen. Du machst dir mal eine Steinhaut. Ich glaube, die hält ja lange. Oder? Ja, sie gibt es halt keine Zusatz-RK, aber es kommt auf andere Sachen bei der Steinhaut an. So, was machst du denn noch? Du machst mal hier, chaotischer Befehl. Ich weiß gar nicht, was davon überhaupt hält, wenn wir das Gebiet wechseln. Du machst mal einen Schutz vor Bösen. Du machst mal eine Rüstung des Glaubens für dich. Genau, mach mal alle. Dann machst du noch den hier. Und anschließend noch. Ach, verdammt. Ja, es sind so viele Zauber, dass man immer so schön den Überblick verliert. Genau, das hätte ich noch gerne. Warum der weiße Zauber auch blau macht und der blaue Zauber weiß, verstehe ich bis heute nicht. Beziehungsweise mit dem Symbol, dann haust du dem Zwerg das da mal drüber. Ja, wir können mit Eri sehr verschwenderisch umgehen. Und Minsk haust du das mal rüber. Machst du noch, oder? Danke. Wenn du jetzt noch einmal singst, dann können wir auch schon los. Ich warte. So. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob davon überhaupt was erhalten bleiben wird. Dürfe ich eben noch speichern. Wir hatten zwar eh den Autosave, aber den hier hätte ich jetzt auch noch kurz gerne. Ist schon geschehen. So, auf zum Friedhof. Stadttour Friedhof sollte ja keine Reisezeit haben, genau. Theoretisch zumindest. Ich glaube, ich passe nicht mehr zu den Leuten in der Stadt. Wirklich beeindruckende Nervensäge. Eine, die sich nur schwer übersehen lässt. Na, es war alles umsonst. Toll. Ehrlich, Schildkröte. Ich weiß einfach nicht, was ich mit euch tun soll. Ich habe es langsam satt, dass ihr mir ständig wie eine Spur an Schatten folgt. Ich bin bei unserem letzten Treffen nicht geflohen, Bodhi. Das wart ihr. Es tut mir leid, wenn ich euch Angst eingejagt habe. Kaum. Es war einfach wichtiger, dass ich Irenikus von eurem Zustand berichte. Er hat entschieden, dass das nicht wichtig ist, obwohl es interessant sei. Trotzdem habe ich nicht die Zeit, mit euch zu diskutieren, was ihr tun werdet oder nicht. Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Ihr tut dies in der Hoffnung, etwas, das euch lieb ist, zurückzubekommen. Je länger ihr daran festhaltet, desto mehr werdet ihr verlieren. Betrachtet zum Beispiel die Bedürfnisse der jungen Eri. Es ist zu hart für ein Paar, wenn dem einen etwas zustößt. Bodhi, ich fürchte diesen Verlust nicht. Ich bin mir sicher, dass er erfolgreich sein wird. Ich rede nicht davon, dass ihr ihn verliert, Kind. Schildkröte, folgt mir weiterhin. Und ihr werdet mehr verlieren, als ihr euch vorstellen könnt. Es beginnt. Jetzt! Ja. Sieg ist nämlich so nett und klaut uns Eri. Miststück. Vampir. Das dürfen wir wahrscheinlich eh 2 bis 3 Mal machen. Weil das mal wieder so ein typischer Ex-Kampf ist. So, du machst mal den hier. Was wollt ihr? Vor allem, er hat Eri mitgenommen. Ach, du kannst dann ja hier den hier mal einsetzen. Und, ich bin bereit. Du machst auch mal, nein, das ist das falsche Menü. Wurde aber auch Zeit. Wir haben ja Zeit. Du machst auch mal so einen Wirbelangriff. Ja. Und wir könnten weglaufen. Nein, was machen wir denn? Wir gehen einen Schritt vor und zaubern uns Meteoriten. Genau, so machen wir das. So, ja, wir haben uns auch schon Minsk und Iman geklaut. Perfekt. Habe ich schon mal erwähnt, wie unglaublich ich das Ganze hasse?
Der Zwerg ist natürlich auch nicht gekommen, seinen Lichtstrahl zu machen, weil die Vampire genau in uns starten. Die elenden Mistviecher. Sprecht frei heraus. Trink mal ein, genau. Weiter geht's. Vampire kaputt klappen. Viel mehr kann ich nicht. Naja, du hast doch noch über 40 Treffpunkte. Ja gut, das ist für den Zwerg natürlich nicht viel, weil ja unser Konstitutionspanzer Schwein schlechthin ist. So, die Vampire sind weg, wir laufen weg. Tülülü. Wir haben nichts gemacht. Ah, gut. Ach, das ging dann doch mal entspannter als gedacht. Hier, Eris Kram liegt hier natürlich auf dem Boden rum. Hm, das müssen wir mal alles verstauen. Ja, gut, dass wir die Stiefel des Westens angezogen haben. Hat ja schon überhaupt nichts gebracht. Ja, packen wir das einfach mal da rein. Dann kann ich mir vielleicht merken, dass das alles Eri im Inventar hatte. So, wir könnten jetzt natürlich gleich Boti hinterherlaufen. Aber, ach so, der Behälter ist voll. Toll. Ja, der nimmervolle Beutel ist voll. Frag mich nicht, wie das geht, aber... So, ich hoffe, du hast nicht zu viel Stufen verloren. Es wird eh wieder... Die Aktion zum Brechen schlechthin. Nein, das war falsch. Schon das war erledigt. Falsch. Das war falsch. Du sollst auf Brea. Genau. Ich warte auf euren Befehl. Hast du noch deine. Genau, du hast noch deine maximale Heilung. Dann hau die da auch nochmal rüber. Halt auch nochmal eben über 100 Treffpunkte. Wenn es dann ankommt. Na. Bumm. Genau. Was anderes wollten wir nicht. Wir gehen nämlich jetzt in den Tempelbezirk? In den Regierungsbezirk? Lasst mich überlegen. In den Tempelbezirk. Genau, in den Tempelbezirk gehen wir. War das wirklich der Tempelbezirk? Ja, er ist der Regierungskomplex. Guck mir auf die Karte. Oh ja, sieht gut aus. Hohe Hallen des strahlenden Herzens. Ja. Ich hoffe, Anomen oder wie er heißt, wird zugegen sein, um uns in unserer misslichen Lage unterstützen zu können. Auch wenn er ein Paladin ist und ich ihn eigentlich deswegen nicht besonders mag. Aber der Zweck heiligt in diesem Fall Anomen, also das Mittel. Warten wir mal hier auf den Rest. Ich glaube nämlich, ihr unterhaltet euch mal wieder wegen irgendwas. Dann kann sich ja hier rein derzeit schon mal heilen. Oder ich gehe auf die Karte, gehe auf die Priesterzauber, hoffe, dass Minsk weitergeht und hau hier eben ganz kurz mal eben Kram rüber. Einfach nur, um welchen zu haben. Steinhaut, das hast du noch, dann das und das. Oh ja, darum ist es das Ätzendste in diesem Spiel, einfach nur Stufen zu verlieren. Das ist das Schlimmste, was einem passieren. Zu Stein verwandeln, einen Todesschutz lieber zweimal. Ja, ein Stein verwandelt zu werden, ist einfach nur ätzend. Vor allem, weil dann der Zauber will. Ich bin bereit. Level zu verlieren, meine ich natürlich. Stein zu werden. Fürstin Ilana, ich möchte euch meine unsterbliche Liebe verkünden. Ja, das will ich. Bei Traum. Achso, nee. Bei Traum, nicht schon wieder. Sir Kalliard. Geduld, meine Liebe, das könnte vergnüglich werden. Los, dann sieh zu. Okay. Fürstin Ilana, ich bin benebelt von eurer Schönheit und hingerissen von eurem noblen Wesen. Was würde ich nicht alles tun, um einen Abend mit euch Abend in eurem Arm zubringen zu dürfen? Fürstin Ilana, ich bin geblendet in eurer Schönheit und eurer Noblesse. Lasst mich den Mund offen stehen. Lasst mir den Mund offen stehen. Was würde ich nicht alles tun, um einen Abend in eurem Dramen zu verbringen? Armen, Armleuchter, Armen. Armen, nicht dummer. Ich meine Armen in euren Armen. Wirklich, guter Mann. Und was veranlasst euch zu glauben, dass ihr es wert seid, den Abend in meinen Armen zu verbringen? Nun, es ist einfach
Ich wäre niemals einer Dame eurer Tugend würdig, meine Liebste. Ich wünschte nur, ihr könntet mir meine Fehler nachsehen und mir eine Chance geben. Warum sagt ihr nicht, wie gut aussehend und stattlich ich bin, Carando? Oh, bringt endlich hinter euch, Junge. Ich werde niemals wirklich einer blaublütigen, tugendhaften Dame würdig sein, meine Liebe. Ich wünsche nur, dass ihr über meine Fehler hinwegseht und mir meine Hose gebt. Euch eine Hose geben, guter Mann? Verbisst ihr zufällig ein Paar? Nun, vielleicht weiß der Genosse Gnom, der hinter unserem guten Garak steht, eine Antwort darauf. Was meint ihr, Herr Gnom? Entdeckt! Jetzt lauf, Junge! Ja. Ich würde ja laut lachen, aber nein. Ich versuche mich zusammenzureißen, weil das so unglaublich... Das hat mich so unglaublich berührt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin bereit. So, Anomen. Anomen? Nein, Anomen. Mögen die Götter euch gnädig gesonnen sein. Ich begrüße euch, Schildkröte, im Namen des höchst ehrenwerten Ordens des strahlenden Herzens. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Knappe Katarlas, Assistent des Prälaten Wesslan. Ich bin jung und ich habe die Geschichte über eure vielen Erkundungen alle verfolgt. Es ist schwierig, die Wahrheit zu erkennen, aber welche Wahrheit auch immer in diesen Erzählungen steckt, es muss ungeheuer aufregend sein. Ich freue mich, euch endlich persönlich zu treffen. Entschuldigt mich jedoch. Wahrscheinlich kamt ihr aus einem bestimmten Grund hierher. Und ich halte euch davon ab. Macht ihr mit dem Orden Geschäfte, Schildkröte? Ja, darüber kann ich nur mit dem Prälaten sprechen. Ich beabsichtige, die Hilfe des Ordens in Anspruch zu nehmen beim Kampf gegen einen mächtigen Vampir, der in der Stadt ist. Ein Vampir? Solch eine grässliche Kreatur existiert wirklich? Hier in Atkatla? Das wusste ich gar nicht. Ihr müsst dem Prälaten sofort davon berichten. Wenn solch etwas Böses in der Stadt existiert, bin ich sicher, dass der Orden alles tun wird, um euch zu helfen. Kommt! Ja, aber erstmal Anomen hier. Anomen? Nein. Anomen! Nein! Verdammt! Ich finde dich noch. Kannst du Gift draufnehmen? Und wenn ich dich lange suchen muss, werde ich dich nur opfern. Nein. Wir sind heute gut und nett und liebenswürdig und vielleicht ist er ja auch in der Kupferkrone. Zerdrunus. Ist ja auch Marlos. Oder er läuft hier drüben irgendwo rum. Wir haben ja Zeit. Wir gucken einfach mal. Wer bist du? Keldorn. Sir Antius, Knappe Melvin. Keldorn? Ist Keldorn nicht der Waldläufer, Bogenschütze, irgendwas? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mit dem man auf Lindwurmjagd gehen sollte oder gegangen ist. Wir sind, glaube ich, nicht mit ihnen auf Lindwurmjagd gegangen, weil wir keinen Platz in der Gruppe frei hatten. Sir Antius könnten wir ansonsten vielleicht auch noch nehmen. Am liebsten wären wir allerdings ein Kleriker oder halt Paladin. Gucken wir mal hier oben rein. Wer bist du? Knappe Kartas. Prälat, ja, dann reden wir eben erst mit dem Prälaten. Ich hoffe, das bringt was. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ah, Schildkröte. Ich grüße euch im Namen des höchst ehrenwerten Ordens des strahlenden Herzens. Seid in unseren heiligen Hallen willkommen. Kann der Orden etwas für euch tun? Ja, ich muss gegen eine mächtige Gruppe von Vampiren in dieser Stadt kämpfen. Und ich bitte den Orden um Hilfe. Ihr habt von diesem Vampir gehört? Ihr Name ist Boti. Aber habt ihr sie bei ihrer Gilde nicht bereits auf Geheiß der Schattendiebe zerstört? Ich habe ihre Gilde zerstört. Ich habe ihre Gilde zerstört, weil ich die Unterstützung der Schattendiebe benötigt habe. Aber es ist mir nicht gelungen, sie zu vernichten. Sie ist nach Atkatla zurückgekehrt und hat zu ihrer alten Stärke zurückgefunden.
dann muss sie und ihre Brut zweifellos aufgehalten werden. Nun gut, Schildkröte. Der Orden wird an eurer Seite gegen dieses böse Wesen ins Feld ziehen. Sobald ihr zum Friedhof geht, um euch dieser Kreatur zu stellen, werde ich eine Gruppe Kämpfer ausschicken, die von Sir William Rarick angeführt wird. Sie werden an eurer Seite kämpfen. Ihr werdet euch in den Katakomben mit ihnen treffen. In Torms Namen bete ich, dass dies ausreichen wird, um dieses böse Wesen ein für allemal zu besiegen. Geht mit meinem Segen, Schildkröte. Ich muss noch Vorbereitungen treffen. Schön. Aber wo ist der Paladin? Avant Unless. Ritter. Sir South? Er heißt doch Anom, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er so heißt. Aber wo steckt er? Ach, bist du das? Ne, Sir Ritter Tauru hier. Ritter des Ordens. Ja, vor der Tür vielleicht? Der wird doch kaum in der Spelunke rumhängen. Also ehrlich mal. Die Bilder kann man nicht anklicken. Da sieht man wieder meine Verwöhntheit von anderen Spielen, die so aussehen. Das war so nicht geplant. Wo man Bilder anklicken kann und dann Informationen dazu kriegt, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Hm. Ja, Anom ist wohl auf Kreuzzug. Weißt du zufällig was darüber? Hand zum Gruße entgegen. Ich bin Sarat, Wächter des Tür. Auf immer Gerechtigkeit. Ja, und du? Ich strecke euch die Hand zum Gruße ja. entgegen. Ich würde gern wissen, wo Anom ist. Zum Gruß ich guck mal in der Kupferkrone. Besser ist das. Oder der steht hier vor. Oder ich bin wieder zu blind oder zu blöd, ihn zu sehen. Eins von beiden. Vielleicht möchte ja auch Quail mitkommen. Wir haben schließlich Eri verloren. Und die reiste ja mit ihm. Eigentlich würde ich schon gern fertig sein. Wer seid ihr? Der Ritter des Ordens. Nee, heute nicht. Hier, wir würden gern mal raus. Oder hängt er wieder in der Kanalisation ab? Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, die Schlums. Slums. Ja. Slums. Kommen wir von oben rein? Ich hoffe nicht. Ah, von unten. Ausgezeichnet. Bis auf, dass da 800 Millionen Leute drin stehen. Können wir jetzt mal gucken. Ja. Irgendwann kann er Minst nicht vorbeigehen. Hatten wir das nicht schon mal irgendwo? So in Wäldern, wo wir auf Baumstämmen umherbalancierten? Man weiß es nicht. So. Ja, ich hätte das Menü gern zurück. Ich warte. Wen haben wir denn hier? Einen Edelman. Ach, wir könnten auch Edelman, ja. Wir könnten auch Korgan mitnehmen. Aber ich glaube, der möchte nicht mehr mit uns reisen. Anomen. Wollen wir unsere Gruppe neu ins Leben rufen? Ich würde mich sehr über eure Gesellschaft freuen. Ja, Anomen. Ihr ergänzt die Gruppe sehr gut. Gut, ich konnte es hier nicht länger aushalten. Könnte. So, Anom. Du bist irgendwas. Was bist du denn? Kleriker und Kämpfer. Was ist nun los? Gut. Schade, dass du nicht angeglichen wirst. Aber musst du mit deiner lächerlichen Stufe halt so lang auskommen? So, wir können mal überlegen, wie wir ihn ausrüsten möchten. Was hat er denn überhaupt an? Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Was kann er überhaupt? Sagen wir es so. Er hat Untote Bannen, 11, Rettungswurf, Waffen, Kriegshammer, Speere, Streitkolben, Waffen mit Schild. Zeig die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Gucken wir mal, was wir so für ihn haben. Eris Zeug kriegt er jedenfalls. Ach, warte mal. Da können wir gleich sehen, was er wenigstens davon benutzen kann. So, wir müssen ihn nämlich irgendwie ein bisschen hier, da könnt ihr zum Beispiel den Ring für Klerikerzauber so lange benutzen, bis wir ihn rausschmeißen. Mittleren Schild plus 2. Ich weiß ja nicht, was er anhat. Erstmal ins Inventar packen. Plattenpanzer, nee. Streitkolben plus 3. Wir können ja später mal gucken, was der hat. Dass wir erstmal so eine kleine Auswahl im Inventar für ihn haben. Plunkarnisch, Kettenhemden. Rüstung haben wir eh satt. Felshornhelm. Ja, wäre eine Alternative. Dann hat er wenigstens erstmal einen auf. Den konnten wir leider auch nicht
Langschild. Der ist doch schon mal besser als der mittlere Schild. Schienenpanzer plus 2. Nee, das reicht lange nicht. Gürtel der Stumpfheit ist auch schon mal was Schönes. Panzer der Winterkönigin. Rüstungsklasse 3. Nein. Ja, wir gucken hier. Ich hätte gedacht, der wäre Paladin. Hier so ein Mantel der Unauffindbarkeit. Der ist schon mal gut. Ein Zepter des Schreckens. 4 Runden Panik. Ist das ein Zepter oder ein Kampfstab? Ja, ne, Kampfstab brauchen wir nicht. Kettenhemd. Abwehrarmschienen RK6. Ne, danke. Abwehrarmschützer RK5 brauchen wir auch nicht. Langschild plus 1 nicht. Ruhm des Leidens. Prunkanisch plus 1. Hast du da schon mal. Geht da schon mal in Richtung. Ach, davon haben wir auch noch einige. Sturmschild. Was hat denn der? ETW 0 Malus plus 2. RK minus 4. Nee, ETW 0 Malus ist nicht gut. Der hat zum Beispiel keinen. Ja, wir haben viel Ausrüstung. Kielzhelm, 7 Meilenstiefel. Genau, die wollte ich. Kielzhelm macht. Nee, brauchen wir nicht. Handschuh der Macht. In Blut gebadet. Rüstungsklasse minus 1. Da kommen wir der Sache doch schon mit mir. Dann kann der hier zurück. Genau, da waren wir. Gucken wir von oben noch mal ein bisschen runter. Schutzumhang plus 2 vielleicht. Ja, wir haben schon so ein paar Sachen doppelt drin. Schild des Roten Ritters. RK minus 4. Gucken wir einfach mal, was davon gut zupassen. Hier, wir können den hier aufsetzen. Dann könnten wir ihn den hier geben. Und den hier. Und was hat denn der denn überhaupt dann? Familienschild? Nee. Das macht mir ja nicht so gut. Hier ein Ring. Hier eine Rüstung. Steht das Ding im Weg, oder wie? Ja, dann... Er ist doch schön schick, er wird der rote Ritter. Dann noch den Gürtel. Hier ein Streitkolben. Was macht denn der jetzt nun? Mit Elektrizität verstärkt er seinen Sturmstern. Passt schon. Stiefel. Ja, dann können wir ihm noch ein paar Heiltränke geben. Und den Rest einpacken. Hier, den Kram kann er behalten. Wir nehmen nämlich den anderen Kram ab. So, was hast du überhaupt als Zauber? Nimm nochmal. Gebet vielleicht? Ja, nimm nochmal Gebet rein. Das wird zumindest so eine kleine. Hier, Gesegnung ist wichtig. Oh, er hat ein Heldenmal, das ist gut. Tote erwecken kann er auch nochmal. Was ist das? Einbalsamieren. Was macht das? Und tote Zombies erschaffen. Hä? Weg damit. Hier, lieber das. Und hier hast du noch ein großes Magieband, eine große Heilung. Und. Was war das denn? Weiß ich nicht. Genau. Das war's dann, glaube ich, auch schon, oder? Wundersame. Nee. Was ist das hier? Solid singende Kugeln. Strahl des Ruhms. Nein. Er wird uns eh nur kurz dienen. Er reißt jetzt auch nicht so viel, wie man hier sieht. Das liegt daran, dass der... Wie viel Erfahrung hat der insgesamt? Ach so, er ist Kämpfer der siebten Stufe dauerhaft und ist dann Kleriker geworden. Stimmt, der ist auch Mensch, was denke ich? Ich habe gedacht, der ist wie ein Elf. Dass der im Palmenlevel. Ja, der hat jetzt nicht so viel. Selbst der Magier hat wieder mehr. Wesentlich mehr sogar. Aber der ist ja auch... Den ziehen wir ja auch... ordentlich mit. So, was haben wir hier noch? Langschild plus 2, da haben wir gesagt, nee, der ist nicht so gut. Und dieser komische mittlere Schild plus 2. Nee, da benutzen wir dann den. So, das kann dann da rein. Danke. So. Genau. Jetzt brauchen wir noch was zu trinken für ihn. Hier, gib mal 15 raus. So, und dann können wir auch auf den Friedhof gehen. Und uns daran erfreuen, dass wir nächstes Mal ein ums andere Mal abgemetzelt werden. Ich warte. Ja, nimm den Dolchgipfel. Ich hoffe, das bringt was. So. Jetzt haben wir ja mal gesehen, wie man ganz schön einen Charakter findet, ihn neu ausrüstet, um ihn zu missbrauchen für eine Mission, bis wir Eri zurückbekommen. Falls wir sie zurückbekommen. Fehlt jemand? T.
Herald. Anomalie, Sohn des Kor, ich komme als Überbringer schlechter Nachrichten. Euer Vater verlangt euer Erscheinen auf seinem Landsitz. Entsetzliche Neuigkeiten. Sagt ihr, welchen Grund sollte ich haben, zu meinem Vater zurückzukehren? Eure Schwester ist tot. Aufs Hinterhältigste ermordet. Tot? Bei Helm. Ermordet? Wie kann das sein? Warum solltet ihr so etwas sagen? Blotzuck, es ist Tat, jemanden aus der Familie zu verlieren. Seid euch meines Mitgefühls gewiss, Priester. Sei euch meines Dankes gewiss, Breaga. Und ihr, sprecht endlich. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Vielleicht solltet ihr nach Hause zurückkehren, wie euer Vater es erbittet. Ja, und wirkt ihr schnell. Schildkröte, beeilt euch. Wir müssen uns zum Haus meines Vaters im Regierungsviertel von Adkatla begeben. Solange ich diese Gruppe anführe, werden wir so etwas nicht tun. Ihr könnt nichts für sie tun. Lasst uns also mit unserer eigentlichen Suche fortfahren. Ich bedauere den Verlust eurer Schwester, Anom. Es tut mir wirklich leid. Wir begeben uns so schnell wie möglich zum Haus eures Vaters. Ja, ist okay. Ich muss Licht in das Dunkel dieses Mordes bringen. Lasst uns auf. Ist schon in Ordnung, dann machen wir das eben noch erst. Dann kriegen wir noch ein Stück von Anomens weiterer Geschichte mit. Obwohl ich nicht glaube, dass das der ist, den ich haben wollte. So, dann gehen wir eben ins Regierungsviertel. Redest du uns gleich an oder darf ich speichern und Schluss machen? Kater, Anwesen der Justs. Anwesen der Derles. Ich glaube, das ist das Richtige. Nee, Anwesen der Derlüns. Ausgang aus dem Viertel. Wie hieß du nochmal? Derlün oder Derles? Oder was ich da auch immer wieder zusammenlese. Was ist denn das hier? Schild der Derlüns. Kater. Derlüns, das Große, da wo wir nicht rein dürfen, wo wir auch die Tür nicht knacken konnten. Ich bin bereit. Ja, dann sammeln wir uns eben noch davor. Wahrscheinlich müssen wir eh auf dem Friedhof, um jemanden zu rächen. Ah, alles ist auf dem Friedhof. Ja, wie gesagt, dann kriegen wir halt noch ein Gestück von seiner Geschichte mit, genau, ein Gestück. Minsk ist leider am langsamsten, weil er handlungsfrei ist. Und sich die 7 Meilenstiefel bei ihm nicht lohnen, darum hat er auch keine an. Bo sagt, in Städten wimmelt es immer von Bösem und von Verfall. Lasst uns hier einmal rumstöbern und sehen, was wir aufscheuchen. Ja, ist doch schön, Minsk. So. Nächstes Mal geht es dann, obwohl Eri auf uns wartet und wir eigentlich keine Zeit zu verschwenden haben, mit einer Sache Anomens weiter. Aber wir haben ja Eri verloren und nicht Minsk, also quiet mein Bo, auf Wiedersehen.